ich ging es mir eigentlich mehr. Richtig gutes Ding gemacht. Ich bin wirklich absolut at the end. Richtig gut. Ich hatte ganz Angst, mich übergeben zu müssen. Aber gut. Das war wichtig nicht. Ich bin letztes Jahr schon mit der drittschnellsten Meldezeit angereist. Und dann war ich Siebter oder sowas. Also das kenne ich jetzt schon. Das ist nichts Neues. Aber ich spüre schon eher den Druck, weil ich sag mal, letztes Jahr schon eine Breakout-Season hatte und deswegen jetzt von mir selber auch mehr erwarte. Und auch, ich glaube, letztes Jahr wusste auch wirklich niemand meinen Namen so. Und jetzt wissen vielleicht ein paar Leute auch meinen Namen schon wegen der EM-Teilnahme. Deswegen, ja, der Druck ist ein bisschen höher, aber eigentlich auch nicht viel anders, würde ich sagen. Und zeig mal dein tolles Kühlhandtuch. Bringt das was? Nee, es ist einfach ein Handtuch. Voll der Fake. Okay. Aber ja, trotzdem schön. Ja, ich war dann in Erlangen und das war ein bisschen, also es war halt insofern anders, weil ich halt keinen Vergleich hatte. Ich wusste jetzt nicht, ist das Training gut, ist es schlecht, aber an sich habe ich gut trainiert und fühle mich gut vorbereitet auf jeden Fall. Du lässt es auch mit ein? Ja. Yeah. Passt das auf, dass ihr keinen Scheiß macht. Für wie viel Euro würdest du jetzt Hindernis laufen? Zahlen, um jetzt Hindernis laufen zu dürfen. Zahlen würde ich nix. Wir müssen mir schon einen größeren. Ja, nee. Ich... Fünfer. Zehner. Bisschen schwierig. Es war schon anders in St. Moritz als sonst, würde ich sagen. Wir haben viel Grundlage trainiert auch, relativ ruhige Einheiten. Ich hätte eigentlich gern ein bisschen mehr geballert manchmal sogar, aber es passt nicht alles rein immer. Und das war jetzt halt einfach mal ein Versuch und am Ende des Tages werden wir das Ergebnis angucken und dann entscheiden, ob es das Richtige war oder nicht. Also haben wir jetzt mal probiert. Hattest du nicht genau das Gleiche an letztes Jahr? Kann wirklich sein, dass es genau in die Richtung geht. Sehe ich cool aus damit? Ja, ich wollte gerade sagen. Ich würde gerne sehen, wie ich aussehe. Ich glaube, also temperaturtechnisch ist es echt viel kühler. Kühler. Aber da geht kein Wind. Meine Frise heute wird es auch wieder überhaupt nicht sein. Das ist mir aufgefallen. Ja. Der Flo war extra noch gestern Morgen. Wir waren gefühlt ja, keine Ahnung, 12 Stunden in Deutschland. In Deutschland halt, zu Hause. Flo war extra noch beim Friseur in der Zeit. Maria! Der Schatten nimmt auf Maria. Ab, gell? Ja, aber er reicht noch, er reicht noch. Habt ihr gesehen, was auch am Himmel sich befindet? Sogenannte Wolken. Erfolg. Hau rein, Nick. Ich habe mich mit Feld entschieden, komm, wir trauen uns mal was und wir rennen einfach mal von vorne weg zu zweit. Haben wir dann abgesprochen, ich gehe 800 Meter vor, Feld geht 800 Meter vor und dann gucken wir mal, was passiert. Die ersten zwei Runden gingen gut vorbei, dann habe ich so ein bisschen gewartet, wo kommt Felden? Habe mich umgedreht, hatte schon Angst, er verkauft mich. Nee, hatte ich eigentlich nicht. Felden hat sich an den Deal gehalten, hat mich überholt. Dann konnte ich schön hinter Felden laufen, das kannte ich auch schon aus dem Trainingslager. Hinter Felden läuft es sich auch eigentlich ganz gut. Ja, eigentlich war es relativ simpel. Ich war ganz am Ende von der Führungsgruppe. Die ist relativ schnell angegangen, weil Niki und Felten eben Tempo gemacht haben. Also den ersten Kilometer bin ich mitgelaufen, hab's probiert und war noch dran. Und dann wurden halt irgendwann die Beine schwer. Aktuell geht's mir selber nicht ganz so gut körperlich. Das kann auch mit der Höhe zusammenhängen natürlich. Aber es war eben ein Experiment. Und dann probiert man halt einfach, was geht, aber ab einem gewissen Punkt war ich komplett alleine und da gab es dann auch nicht mehr so viel für mich zu tun. Und dann habe ich so gesehen, wir sind jetzt 2000 Meter in 5,45 durch, das war so genau das Tempo, wo ich dachte, das werden wir ungefähr durchlaufen und danach muss man Vollgas geben. Und dann hatte ich schon diesen Moment,
den ich die letzten Jahre dann immer nicht hatte, wo ich gesagt habe, ich muss mal was tun, was ein bisschen mutiger ist. Und dann bin ich mal nach vorne gegangen und da bin ich auch, ich mag dieses Stolz auf sich selber sein nicht so sehr, aber da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass ich wirklich mal mich getraut habe, da einfach nach vorne zu laufen am Wassergraben und halt die Führung zu übernehmen bei noch 1000 Metern oder noch 900 Metern. Und ich musste natürlich, es war jetzt keine krasse Tempoverschärfung, ich bin halt so ein bisschen schneller vor, ich wusste, dass die anderen kommen werden. Das sind sie dann auch, Karl ist dann an mir vorbeigeflogen, 500 Meter vor Ziel, Jens auch. Aber ich hatte mir schon noch Kraft übrig gelassen und die letzte Runde war halt wirklich echt, echt tough. Also ich bin gefühlt so schnell gelaufen, wie ich konnte. Also es war wirklich wahnsinnig schnelle Gegengerade. Wir sind fast gesprintet aus meiner Sicht, aber Jens ist halt genauso gesprintet und Felten auch. Und die haben mich halt so gepusht, weil ich wollte jetzt schon nach dem guten Rennen und dem ja, viel vorne laufen, jetzt schon Dritter werden dann am Ende. Dann 400 vor Schluss wusste ich halt, jetzt geht's gleich los. Dann ist auch der Jens Mergenthaler an mir vorbei. Und da wusste ich eigentlich, jetzt muss ich auch da sein. Und habe dann auch ein bisschen umgestellt, den Schritt. Aber ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass ich da jetzt nicht mitkomme bei dem hohen Tempo auf der Gegengerade. Und dann habe ich da halt den Anschluss verloren. Ja, dann auf der Zielgerade. Fällt neben mir, Jens vor mir, letzte Hürde, wieder Kacke eigentlich. Das ist ein Wahnsinn, diese letzte Hürde, die macht mir ja immer Probleme. Ich bin da einmal gestürzt in der U20-Jugend und habe mir alles versaut in der letzten Hürde. Und seitdem habe ich immer ein bisschen Angst davor und geht zu zögerlich da drauf los. Ich glaube, dann sah es auch so aus, würde Feld mich schon überholen. Aber dann konnte ich nach der Hürde, als ich landet bin, auch mal einfach voll losrennen. Und dann bin ich Dritter geworden und das war natürlich super. So schlecht ging es mir eigentlich. Richtig gutes Ding gemacht. Ich bin wirklich absolut at the end. Richtig gut. Ich hatte die ganze Angst, mich übergeben zu müssen. Aber das war wichtig nicht. Ich meine, das ist schon so, dass das auch, wenn man selber nicht so gut drauf ist, ne, dass wenn das Team dann trotzdem so sich vorhin so abgeht, dann freut man sich riesig und das hat schon. Am Samstag war ich noch ein bisschen down selber von meinem Wettkampf, dass ich nicht so zufrieden war. Aber am Sonntag, spätestens nach Losgang, war das alles weg. Dann. Aber es war halt auch das Pace, was es mir genau liegt. Das ist das Gute, wenn man vorne läuft. Man kann auf das Pace laufen, was man will. Ich wäre doch auch 5:43 sowas durchgegangen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Wir sind 2:50 und dann 5:44 und dann hat es mir erst dann 2:43 oder sowas.